Wir haben hier heute das Moisburger Zweiachs-Tiefbett hydraulisch zwangsgelenkt. Den Planaufbau kann man im oberen Bereich komplett öffnen. Also man kann das Verdeck über die Sattelzugmaschine drüber fahren, sodass man eine Kranbeladung von oben bis zum Schwanenhals durchführen kann. Um die Kranbeladung zu vereinfachen, kann man das Heckportal hinten um 1250 mm pro Seite ausfahren und im vorderen Bereich kann man den Etcherholm um 900 mm pro Seite noch zusätzlich ausfahren. Wir haben bei dem Fahrzeug eine Ladehöhe von 320 mm im Tiefbett und eine lichte Höhe im Aufbau von 3,60 m. Das Fahrzeug eignet sich halt super für Maschinenteile. Wir haben auch schon mal einen Kunden gehabt, der Hubschrauber damit transportiert hat im zerlegten Zustand. Halt alles, was unter Plane gefahren werden muss und nicht nass werden darf.